Selbst Bauer Kohl persönlich hat alles versucht. Das graue Stadtfest Mond und Sterne wurde am Wochenende kalt von der Regenfront im Land erwischt. Die Graboer machten das Beste daraus. Die Blasmusiker ließen sich die Laune nicht verderben und versuchten, musikalisch für gutes Wetter zu sorgen. Mond und Sterne, der Name des Festes, weist auf das Graboer Wappen hin. Das jetzige Wappen besteht seit 1991. Schon von 1667 bis 1940 waren Mond und Sterne im Wappen zu sehen. Vor der Zeit der Reformation und zwischen 1940 und 1945 war der heilige Georg anstelle des Mondes zu sehen. Fast schon symbolisch zum Wappen passte die Show der Kampfkünstler von Shinsan Hapkido, einer koreanischen Kampfsportart für jedermann. Der Verein trainiert in Grabow, Semmering und Ludwigslust, das Credo der Aktiven. Himmel, Erde und Menschen sind eins. Der Himmel steht für unseren Geist, die Erde ist der Körper und das Menschsein ist, wie du als Mensch leben willst. Woran hängt dein Herz? Wofür willst du kämpfen? Und wir sagen immer, wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern wir kämpfen miteinander oder wir kämpfen für irgendwas, für irgendeine gute Sache, wofür wir uns einsetzen möchten. Denn. In der Show wurden Teile des Trainingsprogramms vorgeführt. Männer, Frauen, Junge und Ältere. Allen war gemeinsam, dass sie sich nicht vom schlechten Wetter verschrecken ließen. Wir haben jetzt ein internationales Sommerzeltlager, das ist dieses Jahr in Dänemark, das ist jedes Jahr woanders. Und da trainieren wir ungefähr mit 800 Leuten draußen und es spielt keine Rolle, wie das Wetter ist. Das ist einfach mit der Natur zusammen sein. Ob die Sonne scheint, dann ist es zu heiß, wenn es regnet, dann ist es nass, das gehört zusammen. Und die Natur ist ein Teil von uns, deswegen, das ist gut so. Die Shinsan Hapkido-Sportler und die Graboer Blasmusiker haben es vorgemacht. Für ein Fest wie das Mond und Sterne in Grabow gibt es kein zu schlechtes Wetter. Es gibt maximal unpassende Kleidung.